Frage der Reizungsdauer. Lassen Sie es einfach. Was für ein guter Tag für die Demokratie, was für ein guter Tag für den Rechtsstaat, was für ein guter Tag für die Vernunft und was für eine Ohrfeige für Olaf Scholz und Karl Lauterbach. Im Bundestag ist der Antrag auf eine Impfpflicht gescheitert. Die Vernunft, die Ratio hat obsiegt über das Schüren von Angst, über das Manipulieren. Und man muss ein bisschen zurückgehen, um sich die Tragweite dieser Niederlage von Scholz, Lauterbach und den Corona-Ayatollahs bewusst zu machen. Im letzten Jahr hat Olaf Scholz im Wahlkampf auch noch gesagt, es werde keine Impfpflicht geben. Danach, nach der Wahl, dann, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und dann wurde Olaf Scholz zu einem der lautstarksten Verfechter einer Impfpflicht. Von Lauterbach reden wir hier überhaupt nicht. Dann wurde allmählich klar, dass man eine Impfpflicht für Erwachsene nicht durchsetzen kann im Bundestag, weil Omikron eben nicht so gefährlich war. Ich hätte fast gesagt, weil es die Erwartungen nicht erfüllt hätte. Entschuldigung, wenn ich, es wäre sarkastisch gewesen. Aber auf jeden Fall gab Omikron eine Impfpflicht nicht her. Selbst die Österreicher, die sie verabschiedet haben, haben sie ausgesetzt. Und mir ist kein einziges Land bekannt, wo es diese gäbe. Vielleicht, weil wir zu wenig Länder bekannt sind, ich will es nicht ausschließen, aber wir waren die Geisterfahrer in Europa, beziehungsweise auf dem Weg zu den Geisterfahrern zu werden, wie Sarah Wagenknecht heute schön im Bundestag sagte. Als man dann gemerkt hat, dass man nicht durchkommt mit diesem Antrag für alle Erwachsenen die Impfpflicht einzuführen, dann hat man es auf 50 Jahre erhöht. Das war sozusagen ein Rückzugsgefecht. Als dann klar wurde, auch das geht nicht, dann hat man es auf 60 Jahre erhöht, nach dem Motto, umbiegen und brechen muss es eine Impfpflicht geben in Deutschland. Also mich erschreckt das, das ist dieser Fatalismus, ich habe es ja gesagt, Corona-Ayatollahs, der mich an eher unschöne Züge erinnert, die dem Nationalcharakter zugeschrieben werden, wobei ich das zu pauschal finde. Ich glaube, die meisten Deutschen sind vernünftig, aber manche besonders fatalistische und in meinen Augen radikale Leute gibt es hier eben. Ich habe jetzt explizit den Gesundheitsminister nicht erwähnt als Beispiel, aber Sie können sich selber denken, wen ich da gemeint habe. Und dann hat man heute im Bundestag wirklich bis zum letzten mit Verfahrenstricks hat man noch versucht, das Ganze zu biegen, indem man dann zuletzt über diesen Antrag abstimmen lassen wollte, wobei das jeder parlamentarischen Tradition widerspricht. Da wird immer über den weitestgehenden Antrag zuerst abgestimmt. Das ist Usus im Parlamentsbetrieb und selbst das wollte Scholz brechen. Der Mann kennt ja keine roten Linien mehr. Warum sollte man nicht auch das noch brechen? Und da hat sich dann aber bei Abgeordneten der Ampel das Gewissen geregt und man hat dann doch dafür gestimmt, dass man hier anständig bleibt und zuerst diesen Antrag abstimmt. Der ist durchgefallen, dieser Antrag. Dann gab es den Unionsantrag, der ist auch durchgefallen. Bezeichnenderweise hatte er weniger Stimmen bekommen, als es Unionsabgeordnete gibt. Also von daher auch eine kleine Ohrfeige für Friedrich Merz, wobei man noch nachsehen müsste, ob die einfach nicht anwesend wären, was auch schon unschön genug ist für den Fraktionschef oder ob die da waren und nicht abgestimmt haben. Also diese Zahlen muss man noch nachsehen. Und auch der Antrag von Wolfgang Kubicki und anderen Abgeordneten, die sagten, wir sind für die Impfung, wir sind für Impfwerbung, aber gegen eine Pflicht, der bekam auch keine Mehrheit, aber etwas um die 80 Stimmen mehr als Abgeordnete das unterschrieben haben. Ganz kurz das Fazit dieses heutigen Tages. Nein, das ist noch keine Entwarnung an der Corona-Front. Ich glaube, die Corona-Ayatollahs, die werden spätestens im Herbst wiederkommen oder sogar früher. Aber es ist doch ein Teilerfolg, zumindest für die Vernunft, für die Rationalität, dafür, dass man sich den Fakten nicht ganz verweigert, dass man doch noch realistisch bleibt. Eine Mehrheit der Abgeordneten hat sich hier für die Vernunft entschieden und gegen die Ideologie, gegen das Angstschüren. Das macht zumindest etwas Hoffnung, ob das dann so bleibt, ob man nicht im Herbst wieder loslegt mit dem Ganzen. Das kann ich nicht sagen, aber warum sollte man sich da heute nicht einfach mal ein bisschen freuen und sagen, gut, dass das heute so gelaufen ist, dass das Schlimmste vermieden wurde. Für mich persönlich ein schöner Tag heute. Ich habe mich sehr gefreut
dass das so ausging, es zeigt, die Demokratie und der Rechtsstaat, sie zucken noch. Und das ist zumindest gut. Ja, was nicht so sehr zuckt, das ist die Bundespressekonferenz. Jetzt bin ich kurz davor. Das erzähle ich jetzt im Backstage dann, was es da für eine Entwicklung gibt. Das war's zu der Abstimmung heute. Schauen Sie wieder rein, bleiben Sie dabei, unterstützen Sie. Alles Gute, bis bald wieder hier auf YouTube und auf meiner Seite natürlich, reitschuster.de. Danke, ciao. Nächste Frage der Reitschuster. Ja, und jetzt, wie versprochen, noch kurz zur Bundespressekonferenz. Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung ist fertig. Er wird jetzt heute oder morgen rausgehen an das Landgericht Berlin. Mein Anwalt hat da ganze Arbeit geleistet. Es dauerte sehr lange. Wenn man sich das nochmal durchliest, dann sieht man nochmal, wie absurd das Ganze eigentlich ist. Also wie es sich da einfach allzu offensichtlich um einen Versuch handelt, jemanden wegen seiner kritischen Fragen auszuschließen. Ich hätte jetzt zum Beispiel morgen hätte ich viele kritische Fragen auch zur Impfpflicht und auch zu anderen Themen. Ich will das Thema jetzt nicht nochmal aufdrosseln. So sehr es mich menschlich freut, dass ich meine Zeit anderen Dingen widmen kann, auch anderen journalistischen Themen, so sehr halte ich es für einen Skandal und für eine Verhöhnung von Presse- und Medienfreiheit. Wenn Sie unterstützen wollen, wenn Sie wollen, dass ich auch weiter Ihre Fragen in der Bundespressekonferenz stellen kann, dass ich gerichtlich mich durchsetze, dann freue ich mich über jede Hilfe, moralisch, aber auch materiell, weil das Ganze etwas kostet. Und wie gesagt, wer es sich leisten kann, bitte, wer es sich nicht leisten kann, nicht. Tausend Dank, alles Gute. Wir hören voneinander und vielleicht mit etwas Glück und Rechtsstaatlichkeit ja schon bald wieder aus der Bundespressekonferenz. Danke, ciao.